Walter Meyerhoff, Jurist, 1925 bis 1977, Herzberger Landstraße 107. Walter Meyerhoff. Walter Meyerhoff, geboren am 25. September 1890 in Duderstadt, gestorben am 20. August 1977 in Göttingen, war ein deutscher Richter und Politiker der CDU. Leben. Meyerhoff studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten von Freiburg im Breisgau, München und Münster in Westfalen. Nach kurzer Zeit, ab 1920 als Richter in Köln, wurde der Katholik 1923 Richter am Landgericht Göttingen. Ab 1933 wurde er wegen seines jüdischen Großvaters bei Beförderung während der Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr berücksichtigt. Seine politische Grundauffassung und sein Glaube brachten ihn bis 1945 erhebliche persönliche Schwierigkeiten ein. Insbesondere eine Großspende für den Bau der Göttinger St. Pauluskirche und sein Engagement in deren Kirchengemeinde wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Nach 1945 wurde er bis zur Pensionierung 1958 Landgerichtspräsident in Göttingen. Nach Eintritt in den Ruhestand engagierte er sich in der Kommunalpolitik für die CDU und wurde in Göttingen von 1951 bis 1976 Stadtratsmitglied und von 1968 bis 1973 erster Bürgermeister der Stadt. Er bekleidete mehrere Ehrenämter und war von 1931 bis 1976 Vorsitzender der Händel-Gesellschaft in Göttingen. Er war seit 1959 Ehrenbürger der Georg-August-Universität und seit 1970 Ehrenbürger der Stadt Göttingen.